Jo Leute, wir sind jetzt auf dem Weg in die Waterfront und... wir werden euch mitnehmen und werden mal schauen, was für Pokémon, Arenen und sonstiges wir da finden werden. Und da waren wir auch schon drinnen in der Mall, in der Waterfront und haben dort so einiges eingekauft, natürlich auch gegessen, Pokémon gefangen und Arena eingenommen. Und genau das zeige ich euch jetzt. Und das allererste Poke, was wir getroffen haben, war ein Raupi in einem Geschäft. Und wie ihr sehen könnt, Raupi stand bei den ganzen Sonnenmitteln, Sonnencreme, Sonnenöl, etc. Denn das Ding hat sich wohl vorbereitet aufs Wochenende. Nicht so wie ich. 30 Grad hatten wir hier bei uns und das war echt heftig. Doch ich konnte das Raupi, wie es aussieht, gleich catchen. Und das Raupi hat sich gedacht, Stinkefüße. Nee, Mann. Kein Bock drauf. Gleich ausgebrochen, die Stinkefüße von der Frau waren einfach zu viel für das Ding. Und da musste ich gleich nochmal einen Ball werfen. Durch die Person, durch, wie Illuminati das war, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das Ding dann auf jeden Fall gecatcht und konnte dann sagen, hey, ich habe einen Raupi. Was nicht gefangen wurde. Eiskalt. Dieses Raupi ist hartnäckig, Leute. Der Ball ist einfach weggeflutscht von dem Raupi, weil es einfach so viel Sonnencreme drauf hatte. Das ist schon einfach nicht normal. Aber komm, keine Gnade. 1, 2, 3, Boots und drinne war der Junge. Das war schon ein Pokémon der Extraklasse. Aber wir haben noch mehrere Pokémon getroffen und genau die zeige ich euch jetzt noch. Oh, geil! Hier ist ein Pokémon. Oh, das ist sogar ziemlich stark. Siehst du das? Oh, jetzt bist du voll davor gelaufen. Das ist eine Pflanze, Schatz. Das passt zu dir. Komm schon! Na, jawohl, ich hab's getroffen, glaube ich. 1, 2, 3, gefangen! Ich persönlich fand das erstmal mega krass, was da alles los war jetzt. Es waren etliche Pokestops war, es waren etliche Lokmodule da und selbst Hornios in Einkaufszentren. Das ist nichts Abnormales, wie es aussieht. Selbst kleine Würmchen verkrümmeln sich da irgendwo in den ganzen Klamotten und wollen nur gefangen werden. Deswegen, aber ihr seht doch schon, das ist alles ganz easy, alles zwar ein bisschen Low-Level, aber alles möglich. Deswegen, aber Pokestops, Arenen und alles gab es dort. Das ist ehrlich krass, Leute. Dieses Ganze, was ihr seht, das war alles nur in einem riesigen... Okay, es war ein riesiger Laden oder Mall oder wie man es auch immer nennen will. Deswegen, ich fand das erstmal ultra krass. Und ja, deswegen, also ich fahre mal des Öfteren, glaube ich, mal in Großstädte, um mal zu gucken, wie es dort ausschaut, einfach mal, weil bei uns ist einfach nichts los und hier ist einfach alles, Leute, alles. Ich habe auch mehrere Bibors gefangen und apropos Bibor, ich glaube, ich hatte da noch eins bei mir im Zimmer. Da ist das Bibor, Leute, wir möchten das Bibor jetzt nur noch fangen. 2. Ja, ich wollte gerade sagen, Leute, das heilige Bibor im heiligen Zimmer, das geht doch gar nicht klar. 277er Bibor, das muss doch drinne sein eigentlich, ey, komm schon. Bei den heißen Temperaturen jetzt hier, da fliegen die Bienen und Wespen einfach überall drumherum, Leute. Da habt ihr gar keine Chance, euch zu schützen, außer halt irgendwie ein Pokebälle zu schmeißen, um... Ja, nee, ist klar, das Ding werde ich nicht fangen. Niemals. Niemals werde ich so einen Bibor hier fangen. Ich kann noch ein paar Himibibären mal schmeißen, mal gucken, ob das klappt. Das wäre eine Möglichkeit, dass ich mal echt mal ein paar Bären schmeiße. Das habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, das muss ich tun, ich muss tun. Komm, nimm eine Beere. Sag, hast du mich jetzt lieb? Ich hoffe, du hast mich jetzt lieb. Weil wenn nicht, dann gibt's uns hier Fratzengeballer, Digga. Ich schau dir dann sonst ein paar. 2, 3. Boom, Alter. Bibo wurde gefangen. So will ich das sehen, ey. Nice. Das gab sogar gute Punkte. Klasse. Matschbaum hat das Ding. Das ist doch nice. Und ein Golbat ist hier auch noch. Das werden wir uns ebenfalls mal gönnen, würde ich sagen. Hallo Golbat mit 80. 80er Golbat, das ist jetzt nicht ganz so geil. Oh, klasse. Hab ich super gemacht. Hab nur den Bildschirm angefasst. Und schon. Schade, schade. Nichts mehr funktioniert hier. 2, 3. Hier ein Inver. Was ist denn hier los, Leute? Was ist denn hier los, ey? Toller Wurf sogar noch. Bisschen EP abgestaubt. Nice. Und sonst gibt's hier, glaube ich, noch. Okay, ein Kokuna gibt's hier noch. Können wir auch noch mitnehmen. Warum nicht ein 40er Kokuna? Nehmen wir gerne mit, oder? Wenn ich das hier auch treffen würde, sollte... Bam, voll am Kopf!
Von dem Headshot erholst du dich nicht, Kokuna. Niemals im Leben. Nee. Fucking. Malz? Fuck, er hat Härten eingesetzt. Mir das nichts gebracht hat, kann das sein? Kann das sein, dass das da useless war? Ich hab keine Ahnung. So, one. Und two. And three. And get in there. Klasse, Leute, dann haben wir wieder so einige Pokémon weggesnackt und ich werde mich jetzt weitermachen an dem Video, was ich hier schneide. Oh, die sind schwach. Kann ich besiegen. Ja, Leute, wie ich es schon in den letzten Videos gesagt habe, Team Gale muss einfach mehr repräsentiert werden. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir battlen mal gegen hier die ganzen Pokémon-Arenen, die hier alle sind. Team Rot, Team Blau, was hier nicht alles war. Und ich dachte mir einfach, komm, wir müssen einfach hier Team Games Ehre reinwaschen und alles andere, was hier ist, besiegen. Da habe ich sogar mit meinem Taubers gegen ein Pinsir, was 1273 hatte, einfach gewonnen. Das heißt gewonnen, ich habe es mega heftig geschwächt und Aquana wahrscheinlich den Rest gegeben. Also das Ding ist einfach halt, dass man durch den Typenvorteil so krass einfach im Vorteil ist, dass man Pokémon besiegt, die eigentlich doppelt so stark, wenn nicht mehr sind. Also von daher braucht man eigentlich gar keine Angst haben, so eine Arena herauszufahren. Man hat 6 Pokémon, man kann aufheilen und. Man muss zwar ja jeweils das Arena-Level runterhauen, wenn da jetzt mehrere Leute drin sind, aber wie gesagt, Leute, es kann funktionieren. So kann man locker seine jeweiligen Punkte farmen, die man auch immer wieder bekommt. Und ja, wie gesagt, das ist für mich allgemein eine sehr wichtige Sache, so Punkte zu bekommen, weil ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt ultimativ viel Geld in das Spiel reinzustecken. Und ich denke mal einfach mal, da kann ich für all sprechen, dass die jetzt nicht unbedingt hier Geld reinhauen wollen. Von daher, stellt euer Pokémon auf die Arena, euer Arena leuchtet und dann natürlich ganz schnell auf euren Wertebon oder Wertemünze klicken und dann einfach hier die 10 Punkte absahen. Und jeweilig 500 Sternstaub, glaube ich. Genau. Und so ist es alles möglich. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen Hunger. Mal gucken, was es da zu essen gibt in den Läden hier. Ohoho, was haben wir denn da? Ein Tentacher bei Subway? Oder was ist da denn los? Ich glaube, die haben sich da bei Subway irgendwas Neues einfallen lassen mit der Thunfischsorte oder mit einer neuen Krakensorte. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Falls ihr irgendwie bei Subway Tentaras finden solltet, weil meins ist abgehauen, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ich war eigentlich auf dem Weg zu einem Quapuzzi. Wo war das Quapuzzi? Vielleicht sollte ich beim nächsten Laden mal vorbeischauen. Ah, alles klar, kein Quapuzzi, aber ein Quapsel bei einem Frozen-Joghurt-Stand. Alles klar, ich würde sagen, den nehmen wir locker mit. Nicht nur das Quapsel, sondern auch den freshen Frozen-Joghurt. Aber erst einmal muss hier die Arbeit getan werden, bevor man das Vergnügen sich hier vergnügen kann. Bevor man sich mit dem Vergnügen kann, sagen wir mal so. Und das Quapsel, easy gecatcht euch. Und seht ihr das da oben, diese Feuereffekte und sowas? Ich weiß gar nicht, was da abgeht. Irgendwie ist das so eine Arena total am Ausrasten. Aber ich würde sagen, ich gönne mir jetzt erstmal den Frozen-Joghurt. Jo Leute, wir waren jetzt shoppen und gehen jetzt wieder nach Hause. Oder? Ja. Yep. Bis gleich. Und ja Leute, das war's auch schon von dem heutigen Video, von dem kleinen Vlog, den wir gemacht haben. Und beachte gar nicht meine dreckige Scheibe, die wurde gleich danach gewaschen, keine Sorge, das werdet ihr auch noch sehen. Und ja, wenn ihr mehr solcher Vlogs sehen wollt, wo ich irgendwo hinfahre, gucke nach Pokémon oder sonstiges, euch einfach mitnehme, von dem, was ich so mache am Tag, dann ja, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, Leute, damit ich das sehen kann. Schreibt einen Kommentar, was ich als nächstes machen kann. Soll ich am Strand gehen? Soll ich in die Berge gehen? Soll ich in den Wald gehen? Oder soll ich wieder anfangen, beim Zimmer Pokémon zu fangen, weil da eh die geilsten von allen sind? Und ja, Leute, ich würde sagen, das war es einfach mal von dem heutigen Video. Wie gesagt, ihr wisst, was zu tun ist. Haut rein, euer einen traumhaften Tag. Macht's gut und ciao. Oh Gott. Wir sind unter Wasser. Wir haben ein U-Boot. Der fährt jetzt einfach nur so lang und schiebt uns weg. Vielleicht sitzt da ein Pokémon, meinst du? Mal gucken. Scheibe sauber, 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 tschüss. Leute, seht ihr das? Richtig. Man sieht grün. Man sieht nicht mehr weiß und dreckig. Es ist sauber.